So, weiter geht's heute mit den Racern bei Netz bei Need for Speed. Hot Pursuit Remastered. So, gucken wir mal, was wir noch so Schönes haben. Das Bittere ist, dass wir natürlich immer noch keine. Wir haben nur, glaube ich, einen. Wir haben noch ein Rennen frei, glaube ich, aus diesem Mega-Block. Hier, dieses Double G Paddy. Ne, ich glaube, das müssen wir noch machen. Ja. Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr frei. Genau, dann müssen wir das machen noch. Los geht's. Das letzte Racer-Event, was uns noch fehlt. So, dann nehmen wir uns den Aston Martin 177, weil der ja auch schon in dem Rennen auf den Sack ging. So, wie gesagt, unter die ersten drei sollen wir kommen. Wir haben vier Nagebänder, wir haben vier Störsender, wir haben zwei Turbos und wir haben vier EMPs. Die zwei Turbos hebe ich mir hoffentlich bis zur Stadt gerade auf. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass wir die dann noch ein Auto überholen können, was es dann am Ende von Platz 4 auf 3 bringt. Das hätte mir nämlich in dem 31,5 Kilometer Rennen gefehlt, dann wäre ich Erster geworden, aber so hat es nur minimal zum Platz 2 gereicht. Ja, okay. So, insgesamt sind es 4 Autos. Gut, wir müssen nur ein Auto hinter uns lassen. Das ist das Wichtigste. Dann hoffen wir mal, dass wir neue Rennen für die Racer freigeschaltet bekommen heute. Ach, tut das weh. Das wäre eine Mensch noch vor uns gewesen gerade. Dankeschön. Das war noch mir unbedingt in die Karre krallen muss. Kopf hier ein bisschen, der mir so am Arsch geklebt hat, zu sehr. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Verfolgung ist unterwegs. Oh, da wird es einen Takedown gegeben. Und ein Kopf, der zum Abschied gegangen ist. Hier, das hat doch festgestellt. Ausfallsmanöver einleiten. Darf man wieder das Fahrzeug? Nö. Verdächtiger setzt sich zu mir. Meine eigene Stelle. So, Nagelband zerstört. Ich brauche den Rettungsdienst. Nehmen wir den Kopf hier mal raus. Ich brauche den Rettungsdienst. Abschnittwagen ist Ich wollte schon.
Vor allem haben wir noch 13 Kilometer. Ja, wir haben noch ewig Strecke vor uns. Verfolgung ist unser Weg zum Coral Bay Drive. Ich kann auch nichts mehr machen. Du stehst am Boden, bist weggehauen nachher. Also wir sind momentan nur Zweiter. Kontakt. Ah, Kontakt. Achso, fängt auch, ja. Wie? Ich höre mich. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Nicht um das Nagelband, sondern um das hier, dass wir da auf den Sack gehen. Das ist leider die Garage, nicht lang genug, um das Tor, den Torwart zu fahren. Ah, Mann! Verdächtiger hat das Nageband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nageband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Damit haben wir das Thema auch erledigt. Damit haben wir sogar fast alles beides ziemlich erfolgreich gesetzt. Wichtig ist, dass das Ding gewonnen ist. Gut, er hat einen Vorteil gehabt, er hat den Nachteil gehabt, dass er sich da weggedreht hat kurz am Ende, weil er dann noch einen mitgekriegt hat. Aber soll mir persönlich mal recht sein. Endlich hat das Spiel auch mal was Gutes für mich und gibt mir dieses Ding hier auf Gold. Ein neues Auto haben wir halt bekommen. Concept Study, Super Serie, 918 Spider. So, und dann haben wir, glaube ich, hoffentlich, haben wir jetzt alles durch, was groß noch an Events vor uns steht, weil ich befürchte mich, dass wir jetzt nicht kein weiteres Event mehr haben. Doch, wir haben noch. Okay, okay, alles gut. Pff, bitte was? Bitte was? Und ich dachte mir, das 31 Kilometer Rennen schon, das ist schon ekelhaft genug. Ach, ne, ernsthaft, da haben wir noch 40 Kilometer Rennen. Puh. Okay,
Okay, dann fahren wir nach Born in the USA. Das geht nämlich ein bisschen mehr Power. Da haben wir einen Ford GT, Dodge Viper. Ja, gut. Gucken wir mal, Ford GT und die Corvette haben wir freigeschaltet. So, ist es richtig. Und dann packe ich mir die den Ford GT. Und dann machen wir Feierabend. Also 40 Kilometer, das ist ein abartig langes Rennen. Und ich dachte, mit diesen 31,5 Kilometer wären wir schon lang gewesen. Aber da geht es auch mal eine Ecke heftiger zu. Ich glaube, in den Cop-Events sind wir nämlich fast durch. Komplett. Und jetzt wollen wir natürlich noch die Racer fertig machen. So, Bounty in the USA, 17 Kilometer. Mit insgesamt, glaube ich, 5 Autos, 6 Autos, sind das richtig? Sind's. So, hier gibt es scheinbar nur viel geradeaus. Naja, schauen wir mal. Das war ganz erforderlich. Man kann auch ein bisschen. Man kann auch ein bisschen zurückfallen, das nervt. Das ist ja so ein bisschen Entspannung jetzt gerade, weil es da noch viel gerade ausgeht. Momentan nur P4. Ah! Wenn du mir jetzt, dass ich, wenn das jetzt so komplett vorbei fliegt, doch. Kilometer nur bis zum Ziel. Natürlich. Ja, weiß ich nicht, wie ich vorbeikommen soll. Aber das Ding haben wir dann noch, doch noch souverän auf Gold gekriegt. Zweimal Gold heute. Wunderbar. Born in the USA geht auch an uns. So, ein bisschen haben wir noch zu fahren. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es dann mit den
Wenn es mit dem Kopf weitergeht um 12 Uhr, bis dahin, tschüss.